Hallo und herzlich willkommen auf dem Balkon. Wald hat gerade geschlossen, beziehungsweise ich hatte den Akku vergessen, als ich dahin wollte und deswegen hocke ich jetzt auf dem Balkon. Das ist immer schön, wenn man ankommt und denkt, jetzt kann man loslegen und dann ist der Akku aber woanders, beziehungsweise die Akkus, mit einem komme ich selten weit. Naja, wie dem auch sei jedenfalls, deswegen Balkon. Und ich wollte ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was es gerade so ein bisschen Neues gibt. Einfach nur so. Ja? Was ich wahrscheinlich ein bisschen regelmäßig tue, so Sachen, die vielleicht von allgemeinem Interesse, wenn man eben regelmäßig mein Zeug guckt, sein könnten. Wer nur sporadisch reinschaut, für den sicherlich nicht ganz so interessant, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, selbstverständlich. Ja, und zwar, normalerweise ist jetzt vorgesehen, dass ich eben bei diesen Nähkästchen-Plaudereien kurz darauf hinweise, wann denn die nächsten Führungen sind und ob es da noch neue freie Plätze gibt. Dazu vielleicht noch allgemein, weil das auch immer mal wieder gefragt wird, ja, worin findet man denn das raus? Ihr findet jetzt seit einer Weile unter jedem Video in der Videobeschreibung durchaus den Hinweis, dass es da so eine Homepage von so einem sogenannten Ein Mann im Wald gibt. Einmannimwald.de. Oh, die Domain war noch frei. Und da kann man dann eben auch bei den öffentlichen Führungen gucken, wann die nächste Führung ist und ob es da noch Plätze gibt. Und tatsächlich würde ich jetzt normalerweise sagen, da und da sind noch so und so viele Plätze frei, blablub und so weiter und so fort, kommt doch noch mit und darum geht's. Aber tatsächlich sind keine, nicht wirklich, Plätze mehr frei. Irgendwo ist, glaube ich, noch einer. Das könnt ihr dann aber auf der Homepage, wenn ihr jetzt wirklich sagt, oh, ich muss da unbedingt noch die Oktoberführung, ist auch alles bald. Das ist ganz, ganz bald. Daher, wäre jetzt, wie gesagt, ein Thema gewesen, wenn da noch was frei gewesen wäre. Tatsächlich ist dann in Sachen Führungsgeschäft, achso, und für diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung haben, Führung, ich laufe auch mit Leuten tatsächlich in analog, also mit realen, nicht digitalen Füßen durch den nicht digitalen Analogwald, wo man auch Dinge riechen und hören und 360 Grad in alle Richtungen gucken kann, das ohne VR-Brille. Und ich auf gut Deutsch Waldführung. Ne? Ben-Waldführung, muss man immer dazu sagen, sind so ein bisschen wie meine Videos und nicht ganz kurz und auch für Leute, die sich halt wirklich sehr dafür interessieren. Das heißt, das ist immer was, wo man den ganzen Tag beschäftigt sein wird, insbesondere da man ja noch eine Anreise hat. Dann geht es so tendenziell gegen Mittag los und dann ist so am frühen bis nicht ganz so frühen, je nachdem, wie viele Fragen unterwegs sind. Abend ist dann wieder Schluss und bis man dann wieder zu Hause ist, war man sich ja im Regelfall den ganzen Tag beschäftigt. Ja? Also das muss klar sein, das sind wirklich Veranstaltungen, da braucht man ein bisschen Zeit, weil wenn ich mal angefangen habe, was zu erzählen, dann höre ich so schnell nicht mehr auf und wenn man mir dann noch Fragen stellt, ja, dann ist vorbei. Da kommt man so schnell nicht mehr aus dem Wald raus, ne? Ja, wer jetzt gerade auf die Homepage guckt und stellt fest, da gibt es ja keine Termine mehr. Ja, Winter ist schwierig. Winter ist deswegen schwierig, weil halt Laubbäume nix Laub. Und das schränkt dann die Möglichkeiten schon stark ein. Ich arbeite an einer Winterführung, wo wir dann halt einfach die Tatsache, dass man theoretisch zu dem Baum, wenn er jetzt Laub hätte, auch noch was erzählen könnte, einfach ignorieren und halt nur über Sachen sprechen, die auch im Winter funktionieren. Insbesondere, das soll ja eine Winterführung sein, wäre mir dann dran gelegen, eben auf Besonderheiten des Winters eben entsprechend auch noch einzugehen und was im Winter denn so los ist in der Natur. Das Blöde ist bloß, auch für diejenigen, mit denen ich da schon vor Ort auf anderen Führungen, vergangenen Führungen, so rum, drüber gesprochen habe, mit der Winterführung. Das wurde ich schon häufig gefragt, deswegen kann ich es hier auch gerne mal erwähnen eben. Das Problem ist, wenn Winterführung, dann wäre es halt schön, wenn die irgendwo stattfindet, wo eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass dann auch tatsächlich Winter ist. Und da müsste man noch einen Termin finden, an dem eine Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass da auch wirklich Winter ist. Also im Idealfall Schnee wäre natürlich großartig. Ja, dann können wir uns ein bisschen nach Tierspuren umgucken, dann können wir sonstige Spuren im Schnee. Im Schnee gibt es immer irgendwelche interessanten Spuren. Und wenn es keine Tierspuren sind, dann andere interessante Dinge. Ich will gar nicht so viel verraten. Aber ja, dafür bräuchte man Schnee. Ja, und den kann ich bestellen. Aber ob der rechtzeitig geliefert wird, ist halt mal eine andere Frage. Und ja, Kunstschnee, vielleicht nein. Vielleicht nicht.
Und daher ist das halt eben einfach so ein Thema. Und drum, eine Wintertür hat halt dann immer eben wirklich den potenziellen Nachteil, beziehungsweise das potenzielle Risiko, dass halt eben kein Schnee liegt und ich auf mir dann was einfallen lassen müsste. So, und jetzt kommt es halt noch drauf an, wo macht man denn bitte schöne Wintertour? Und da wäre dann auch eben eine Region, die traditionell mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Winter vorweisen kann, schön. Und das nächste ist, dass ich bei den meisten meiner Locations für Touren ja versuche, gerade bei den öffentlichen, so nach dem Motto, melde dich an, komm vorbei und dann machen wir eine Gruppentour. Also öffentliche heißt, ist gleich Gruppentour. Ja. Theoretisch gibt es auch noch Einzeltouren, also so eins und eins, ich plus, wer auch immer da mit möchte. Ne? und ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, eine Region, in der dann auch eine gute Chance auf Winter besteht und die für viele Leute in Deutschland auch noch erreichbar ist, und tatsächlich bietet sich da der Harz an. So, und das habe ich schon lange geplant und hatte das auch sicherlich irgendwo schon mal erzählt. Der eine oder andere hat es noch im Hinterkopf, denke ich. Dumm nur, da kam dann erstmal Corona. Und da war mit Touren ohnehin gerade relativ ungewiss. Ich konnte auch nicht wirklich in den Harz fahren, weil zumindest wäre es nicht gewollt gewesen, dass ich meinen Wohnort für längere Zeit verlasse und dann schon gar nicht irgendwo anders übernachte. Wobei im Wald pennen natürlich jetzt auch, wenn die Hotels zu waren, irgendwo gegangen wäre. Aber ja, ich bin bei sowas halt eher brav und halte mich dann an solche Beschränkungen, wenn die dann halt nun mal entstehen, ganz gerne, bis zu einem gewissen Grad. Wenn es noch sehr lange gegangen wäre, wäre ich irgendwann auch ein bisschen vielleicht auf Abwege geraten. Aber war ja dann noch im erträglichen Maß und so wie es jetzt ist, komme ich eigentlich auch ganz gut zurecht. So, jedenfalls. Daran ist es erstmal gescheitert, dass ich kundschaften gehen konnte. Beziehungsweise ich war vor Corona mal kundschaften. Und das Problem ist ja das, dass Corona und jede Menge tote Bäume im Harz, der besteht nämlich aus Bestand, aus vier Fichten, muss man fast schon Bestand sagen, jetzt mir beides so ein bisschen einen Kombistrich durch die Rechnung gemacht haben. Das heißt, ich kann jetzt dann erst diesen Winter sozusagen die Tour nochmal von vorne vorbereiten. Alles, was ich an Vorbereitung bisher gemacht habe, ist mir umgefallen. Das ging nämlich eben durch Gebiete, wo jetzt überhaupt kein Wald mehr ist, zum Teil. Das heißt, ich muss mir die Route wirklich nochmal ein bisschen neu überlegen, möglicherweise auch nochmal einen ganz neuen Ort in Augenschein nehmen, wo man das eventuell machen könnte. Und das heißt, das dauert einfach noch ein bisschen. Und ich denke, dass es dann möglich wäre, dass wir da ja auch Winter sein sollen, die Chancen, dass der Winter ist, sich ja tendenziell eher nach hinten verlagern, vielleicht mal so grob den Februar anpeilen. Dann ist bei Wintertour natürlich auch immer das Problem, was die ein bisschen mühsam macht. Es sollte hell sein während der Tour. Im dunklen Wald rumstapfen mit der Gruppe wird erstens nicht gern gesehen, zu Recht, ja, das muss auch nicht sein. Und zweitens, man sieht nichts. Und einfach nur mit der Taschenlampe rumleuchten. Waldnachtführung kann man machen, ist aber langweilig aus waldkundlicher Sicht. Ja, so für Kinder als die berühmte Nachtwanderung im Wald, das ist natürlich was anderes, wenn du dann am besten noch ein paar Leute in einem Baum versteckst und solche Späße. habe ich auch lustige Erinnerungen dran. Aber das ist was anderes. Das hat ja nichts mit Naturbildung und so weiter und so fort zu tun. Tatsächlich würde man, wenn man, also wer es noch nicht gemacht hat, wer es schon gemacht hat, weiß es, wenn man nachts durch den Wald läuft, da ist nichts. Da passiert nichts. Da hast du eine gewisse Chance, dass dir tatsächlich mal ein Tier begegnet. Was dann natürlich für beide Parteien irgendwo eine gewisse Störung ist. Und da kann ich dann auch verstehen, dass eben einige in der Forstfraktion und in der Jagdfraktion es nicht so gerne sehen, dass nachts im Wald noch rumgestapft wird, eben weil man die Tiere dann doch ein wenig stört. Tagsüber stört man sie auch, aber das sind sie gewohnt. Nachts wollen sie dann irgendwann rauskommen und irgendwann müssen sie das ja auch. Und in dem Fall wäre das dann ganz gut, wenn man das vermeiden kann. So, das heißt, wir haben de facto irgendwie Zeit, so tendenziell von 9 bis 16, 10.30 Uhr, ja, das ist schon zu spät, sagen wir 9 bis 16 Uhr, ja. Und da man da ja noch hin muss, möchte ich um 9 nicht los, sondern frühestens um 10, weil sonst müssen die Leute ja um 4.30 Uhr morgens losfahren, inklusive ich selber, weil ich muss da ja auch noch irgendwie hin, wobei ich dann wahrscheinlich eben einen Tag vorher komme und dann da irgendwo übernachte. Und das schränkt so ein bisschen die Sache ein, beschränkt natürlich auch die maximale Führungsdauer ein wenig, wird für mich dann wirklich schwierig, weil normalerweise habe ich zwar auch irgendwie so eine grobe Endzeit, übrigens, vielleicht an dieser Stelle nochmal kurz der Hinweis, also die Endzeiten für Führungen.
Ja, die sind grob zu verstehen. Dass ich mal eine Stunde überziehe, ist leider relativ mit einer gewissen Regelmäßigkeit, kommt nicht immer vor, aber ist doch mit einer gewissen, fast, Regelmäßigkeit ausgestattet. Ich versuche aber nicht länger als eine Stunde zu überziehen. Da gebe ich mir große Mühe, dass das meistens nicht passiert oder meine Stunde 10 Minuten oder kommt auf die Gruppe an. Ja. Wenn ich merke, da ist jemand dabei, der will heim, dann beeilen wir uns ein bisschen. Wenn da aber niemand dabei ist, der so aussieht, als wolle er irgendwann nochmal aus dem Wald raus, das ist auch schon vorgekommen. Super sympathische Leute grundsätzlich, immer auf Führungen dabei. Dann gehen wir halt nicht mehr aus dem Wald raus. So in etwa. Ja, und eben das eben zu dieser Harzgeschichte bzw. zur Winterführung, die da in Planung ist. Ich hoffe, wie gesagt, ich krieg's irgendwie hin. Und dann muss man natürlich noch gucken, wie dann wieder Corona-technisch die Welt aussieht. Bis Februar wissen wir nicht, ne? Müssen wir gucken, welche Auflagen es gibt und so weiter und so fort. Derzeit habe ich Glück, in den meisten Bundesländern ist es gerade relativ easy von den Auflagen her, da es ja Veranstaltungen im Freien sind. Und ich glaube, außer theoretisch, wenn man den Mindestabstand von 1,50 nicht einhalten kann, müsste man Maske aufziehen. Gilt meistens überall. Das kann man im Wald ja problemlos. Das ist ja gar keine Schwierigkeit. Daher derzeit alles gut. Anfang des Jahres hatte ich da diesbezüglich eben durchaus ein paar mehr Einschränkungen, beziehungsweise konnte in Baden-Württemberg tatsächlich gar nichts machen. Sehr strenge Auflagen diesbezüglich, auch ziemlich hirnrissige Auflagen. Dann dieses große deutschlandweite, wo sie sich dann mal irgendwann geeinigt haben, die Geschichte mit der Inzidenz über 100, dann darfst du nichts und unter 100 darfst du dann plötzlich wieder was. Da durfte ich auch nichts machen in der Phase, weil irgend so ein jemand auf die tolle Idee gekommen ist, dass sämtliche Naturführungen da auch eben entsprechend gestrichen werden müssen, weil sich so viele Leute auf Naturführungen mit Corona anstrecken. Ja, weil man im Wald ja auch nicht 10 Meter Sicherheitsabstand einhalten könnte, wenn es sein müsste. Aber gut, ja, das ist so der Punkt, wo dann bei mir auch so ein bisschen der Hut hochgegangen ist. Aber klar, ich bin ja auch persönlich dann betroffen und konnte diesbezüglich nichts viel machen. So, das ist auch der Grund, weshalb in letzter Zeit gar nicht so viele Videos gekommen sind, weil seit ich wieder was machen kann, mache ich auch was und möchte mich an dieser Stelle mal herzlich bedanken nochmal von meiner Seite aus bei allen, die in irgendeiner Form mit mir dieses Jahr unterwegs gewesen sind. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also völlig wurscht, ob Gruppentour oder einzeln. Es war mir eine große Freude und das ist ganz, 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 ganz toll. Und hat auch eben durch die hohe Frequenz, mit der ihr unterwegs mit mir wart, vielen, vielen Dank nochmal, durchaus auch dazu beigetragen, Corona-bedingte Frustsituationen inzwischen ein wenig abklingen zu lassen. Auf gut Deutsch, mir geht's wieder gut. Und ja, am Hungertuch müssen wir auch nicht nagen. Das kann ich vielleicht an dieser Stelle auch noch kurz hinzufügen. Ne? Also alles in Ordnung. Also psychisch geht's mir wieder gut. Und ja, genau so. Gut, übrigens auch was häufiger dann immer noch die Frage aufkommt, weil es dann scheinbar doch noch ein paar Leute gibt, die das noch nicht mitbekommen haben. Was mache ich beruflich? Nein, ich bin nirgendwo der Förster. Ich habe, es wäre auch, ich muss mal den Akku wechseln und dann erzähle ich weiter. Es würde schlicht und ergreifend auch gar nicht gehen. Sowas wie ein Teilzeitförster gibt es nicht. Das ist ein Fulltime-Job. Da steckst du auch dann am Wochenende mal drin, wenn es dumm läuft. Da musst du schon mit dem Herzen bei der Sache sein. Das ist wirklich nichts, wo man irgendwas anderes noch großartig nebenher macht, außer vielleicht Schützenverein, Fußballverein, sowas in die Richtung. Das vielleicht noch. Und wenn du dann noch irgendwelche sozialen Verpflichtungen haben möchtest, dann bist du beschäftigt, dann machst du bestimmt nicht noch nebenher irgendwie nennenswert Videoarbeit. Gibt ein paar Kollegen, die so ein kleines bisschen was in diese Richtung machen, wovor ich großen Respekt habe, was dann aber auch wirklich Projekte sind, die lang überlegt sein müssen. Beispielsweise der recht gut gehende YouTube-Kanal von den Bayerischen Staatsforsten, das ist so der größte Forst. Also wirklich von einem Forst, Betrieb, ja, das ist komplett Bayern, also sämtliche Länder, die dem Land Bayern gehören, werden von dem BASF, also dem Bayerischen Staatsforsten, verwaltet. Das ist also schon ein großes, großes Unternehmen, wo auch wirklich viel Geld im Umlauf ist, aber die haben den erfolgreichsten YouTube-Kanal von allen Forstbetrieben in Anführung, deswegen eben, weil das so ein Riesending ist, dass man davon fast nicht mehr von einem Betrieb sprechen kann. Aber ja, jedenfalls,
Die machen sowas, aber die haben auch eben reichlich Personal und da wechseln dann auch die Leute, die was zu erzählen haben, regelmäßig durch und dann funktioniert das auch einigermaßen. Aber wie eine Einzelperson gleichzeitig im Forstjob schaffen soll und dann noch regelmäßig Videos drehen, das ist sicherlich nicht wirklich möglich. Ja. Davon abgesehen, Forstwissenschaftler, das werde ich auch immer mal wieder gefragt. Was zum Geier ist das? Das habe ich auch so ein paar Mal im Video erklärt, aber vielleicht für diejenigen, die neu sind und noch nicht mitbekommen haben, hier auch noch mal kurz. Forstwissenschaftler heißt, ich habe von der Praxis keine Ahnung. Das ist natürlich maßlos übertrieben, aber wenn man vorstudieren möchte, dann hat man im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder studierst du was im entfernteren Sinne irgendwie Forstwirtschaft heißt, oder du studierst was im weiteren entfernteren Sinne irgendwie Forstwissenschaft heißt. So, bei Forstwirtschaft ist das quasi eine Hochschulausbildung zum Förster. Sicherlich wird da auch nochmal über den forstlichen Tellerrand geguckt und man lernt noch einiges anderes schön drumherum und viele Hintergründe zur Funktion des Waldes etc. pp. Aber im Grunde lernst du da, wie bist du Förster. Punkt. Ja? Motorrad. Und bei der Forstwissenschaft lernst du sekundär, kannst du die dann aus dem Gelernten irgendwo herleiten, wie man auch Förster ist? Aber im Prinzip lernst du erstmal Funktionsweise des Waldes in den drei großen Hauptgebieten: Ökologie, Ökonomie und alles andere. Alles andere wird gerne auch als Soziales und Menschen und Wald bezeichnet. Das ist sicherlich eine wichtige Komponente, aber es gibt da schon wirklich viel, was in den Bereich alles andere reinkommt. Deswegen sträube ich mich gegen diese Ökonomie, Ökologie und Soziales Einordnung so ein bisschen. Das Soziale ist schon ein großes Fass mit nicht nur Sozialem. Aber wie dem auch sei, das ist halt mehr so, ja, Unistudium, theoretisch, wissenschaftlich geprägt, ganz viele Hintergründe, wenig, vergleichsweise wenig praktische Anwendungen und so weiter und so fort. Und dass ich ein ziemlicher Theoretiker bin, dürfte vielleicht auch schon aufgefallen sein, wenn man mich nicht erst gestern abonniert hat. Und ja, das war für mich auch vollkommen das Richtige. Es muss nicht zwingend für jeden das Richtige sein, muss ja jeder so machen, wie es für ihn am besten ist. Und wenn es nur Leute wie mich gäbe, würden wir ganz viel vor dem Baum stehen und debattieren, aber niemand würde ihn jemals umgeschnitten bekommen. Wir würden uns vielleicht darauf einigen, dass wir ihn umschneiden wollen, aber wir können es schlicht nicht, weil wir alles Theoretiker sind. Darum geht's, ja. Nicht jetzt aus Naturschutzgründen, dass man sagt, man fällt keine Bäume mehr. Im Rahmen dessen wäre Förster für mich nicht zwingend die klassische Laufbahn gewesen. Also als Forstwissenschaftler wirklich zum normalen Förster werden, das gibt's, ja, gar keine Frage. Aber da würde ich, wenn ich jemanden einstellen müsste, also mich sozusagen einstellen müsste, mich nicht einstellen, sondern jemanden, der eben Forstwirtschaft bzw. so ein FH-Förster, Hochschulförster, heute heißt das ja nicht mehr Fachhochschule, sondern nur Hochschule, University of Applied Science, so einen würde ich einstellen, weil die sind für den Job definitiv besser. Die diskutieren nicht lange mit dem Baum, ob sie ihn jetzt umschneiden oder nicht, sondern wissen gleich, der kommt weg, der kommt weg, der kommt weg. Und so schnell muss man auch sein in dem Job und hat dann auch wirklich in der Praxis draußen nicht die Zeit, um da großartig wissenschaftliche Diskurse mit sich selbst und den Bäumen zu führen, letztendlich. Ja. So, noch eine Frage, die häufiger kam, die ich mal kurz beantworten möchte. Ich hebe mir auch ein bisschen was auf, damit ich das dann irgendwann nochmal weiter, nochmal so ein Nähkästchen-Geplauder machen kann. Wieso sind die Touren-Locations, also die zwei fixen, die es bisher gibt, das sind ja nur zwei, ja? Ich weiß, das ist gar nicht so bolle viel, aber ich mache das auch noch nicht so lange und neue Touren-Locations sind gar nicht so einfach zu finden. Die jetzt im Harz dazukommen, das wird dann halt eben eine sein. Und dann wäre noch schön irgendwas im Norden, wo ich dann halt nicht so oft hinfahre, wenn dann aber eben dann gleich für viele Führungstermine, vielleicht auch irgendwelche Feiertage drumherum, dass man dann drei Führungstermine macht, meinetwegen, wenn auf dem Donnerstag irgendein Feiertag liegt und dann macht man am Samstag und am Sonntag auch noch eine Führung und vielleicht vom Freitag auch, wenn der Brückentag ist und alle Leute frei haben, wäre das auch noch so. Ja, also auf dem Wege könnte ich auch mal in den Norden, würde ich auch wahnsinnig gern mal machen. So Bereich Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein. Theoretisch wäre Schleswig-Holstein schon sehr interessant von dem bisschen Wald, was da ist. Kann man da schon was zu erzählen. Blöd nur, so wenig Wald und so starke Schutzbestimmungen zum Teil, dass das ganz einfach ist, daran die Genehmigung zu kriegen. Wie dem auch sei, würde ich auch mal ganz gerne machen. Und warum bisher die Locations da, wo sie sind? Naja, das ist ganz einfach, weil man braucht einen Wald.
der genug Sehenswürdigkeiten bietet und möglichst schön ab vom Schuss ist. Das ist wichtig, weil sonst hast du halt eben, beziehungsweise ich könnte auch mal in einem stadtnahen Wald was machen oder an einem große stadtnahen Wald theoretisch was machen. Aber das sind dann halt doch stark geprägte Wälder und selten gibt es da wirklich so richtig krass interessante Sächlichen. Und ein reiner Erholungswald, das ist dann auch wieder ein bisschen schwierig, weil im Erholungssektor des Erholungswaldes ist dann der jeweilige Waldbesitzer bzw. die jeweilige Behörde, die da halt für den Wald zuständig ist, nicht immer, manchmal schon, ja, Beispiel die Führung bei Kalf. Da ist alles super, ganz toll. Vielen herzlichen Dank ans entsprechende Landratsamt in Kalf und die Kollegen vom Forst dort. Das darf ich ja. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass man an solchen, wo auch mal jemand vorbeikommt, Stellen dann auch überhaupt die Genehmigung für solche Touren kriegt. Und ist aber auch nicht. Jedenfalls oft sind es halt eben einfach die Wälder, die möglichst die schön naturbelassen sind, wo es auch so ein paar kleine Highlights drin gibt, zum Beispiel die Tour bei Siegen, ist nicht direkt bei Siegen, ist schon ein bisschen weiter hinten im Land, aber ich möchte eben nicht, bis nicht klar ist, dass man jemand mit möchte, nicht hundertprozentig ganz genau verraten, wo die exakt lang geht, einfach aus Gründen dessen, weil es ist mitten im Nirgendwo und da gibt es doch ein paar Highlights und das weiß man nicht, wenn man nicht da gewesen ist und das möchte ich ein bisschen für mich behalten, einfach damit auch der Spannungsfaktor für die Leute, die mitkommen, ein bisschen höher bleibt und ich zwischendurch ein paar Quizzes machen kann und mal fragen, was könnte das jetzt hier sein? Das mache ich super gerne. Ist inzwischen auch so, dass da häufiger mal jemand dabei ist, der auch wirklich richtig, richtig, richtig gute Ideen hat, was das denn sein könnte. Meistens weiß es irgendwer. Gerade bei der letzten Führung, vielleicht fühlst du dich angesprochen, hat sogar jemand die Masterfrage beantworten können. Oh, ja, egal. Jedenfalls, ja, drum eben gerne mal in sonst wo. Und es darf da keine Naturschutzgebiete geben. Naturschutzgebiete sind immer ein bisschen schwierig. Da braucht man nochmal Sondergenehmigungen. Die kriegt man nur, wenn man einen guten Grund vorzuweisen hat. Teilweise auch mit Connections, teilweise gibt es auch ohnehin schon irgendwelche Natur- und Landschaftsführer, die in den jeweiligen Naturschutzgebieten zuständig sind. Die möchten sich, selbst wenn es für sie im Grunde egal wäre, weil sie sind angestellt und nicht selbstständig, so wie ich, die möchten sich nicht unbedingt gerne die Konkurrenz ins Boot holen. Ja? Das verstehe ich auch voll und ganz. Und gerade wenn man nicht weiß, wer da jetzt rumrennt und was der da erzählt und nachher erzählt der irgendeinen Stuss und will Bäume umarmen und Wald baden und... Nein. Waldbaden völlig, völlig in Ordnung und völlig unabhängig von waldökologischen Führungen. Selbstverständlich auch eine Sache, die man im Wald machen kann. Das tut ja niemandem weh und ist alles nur prima. Gar keine bösen Worte. Ich mache mich da ein ganz kleines bisschen manchmal drüber lustig, aber ich bin halt einfach nicht so der Esoterik-Typ. Aber kann man, das tut ja wirklich niemandem weh. Alles gut. Ja, was war noch? Genau. Wichtiger und letzter Punkt, und dann langt es auch für heute. Nämlich Adventskalender. Man erinnert sich vielleicht, letztes Jahr, also 2020, hatten wir, also Frau und ich, einen Adventskalender gemacht. Also Adventskalender, nur halt eben mit mir und ein bisschen auch Hilfe von Frau natürlich, hin und wieder auch vor der Kamera. Und das war sehr erfolgreich und das würden wir zumindest mal dieses Jahr, jetzt auch Corona-bedingt, eben nochmal gerne wiederholen wollen. Gerade wenn die Leute ein bisschen mehr zu Hause sind, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben und je nachdem, was im Winter dann ist, Quarantäne technisch und so weiter und so fort, weiß man ja nicht, steckt man nicht dahinter. Das würden wir wirklich also gerne nochmal wiederholen. Ich kann nicht garantieren, dass ich das jetzt jedes Jahr mache, weil für mich persönlich wäre es halt wichtig, dass die Videos zumindest ein gewissen Winterbezug haben. Und irgendwann fällt mir halt nichts mehr ein, was noch einen nennenswerten Winterbezug hat und erzählenswert wäre. Oder ich muss mich halt dann doch mal irgendwann anfangen zu wiederholen. Das ist ja auch irgendwie doof. Also dieses Jahr auf jeden Fall noch. Nächstes Jahr kriegen wir es wahrscheinlich auch noch mal hin. Und da muss man mal gucken, ob man das dann noch unbedingt so weiterführen muss. Oder macht halt eine kürzere Veranstaltung oder dann eine mehr Spaßveranstaltung oder macht eine Tour draus. Und dann gibt es halt die Tour in 24 Episoden. Das geht ja auch immer. Also sowas in die Richtung. Aber jetzt noch mal so wie letztes Jahr. Also wenn mir das letztes Jahr gefallen hat, der wird hoffentlich den Adventskalender 2021 auch lustig finden. Wir haben schon eine ganze Reihe von Themen uns ausgedacht, Frau und ich. Auch wieder so ein bunter Mix, alles Mögliche, bisschen Schwachsinn.
bisschen Mumpitz, aber eben auch tatsächlich Fachvorträge, bisschen Natur erklären, bisschen Wald im Winter halt und Wald um den Winter drumherum, so ein Zeug. Ne? Also ungefähr wirklich so wie letztes Jahr, damit man sich da ein Bild von machen kann. So, und jetzt kommt eine Frage, nämlich, habt ihr da noch irgendwelche Themenvorschläge, Themenideen, die man da noch umsetzen könnte? Spuren im Schnee ist sehr naheliegend und wäre auch spannend, aber dafür bräuchte ich halt wirklich verlässlich Schnee und ich muss das vorproduzieren. Dadurch, dass da jeden Tag eine Folge kommt, kann ich nicht am 23. Dezember, oh, jetzt hat's geschneit, dann mache ich für heute mal die Spuren im Schnee, dann mal schnell da hochfahren in den Schnee, paar Spuren suchen, zurückschneiden, zack, hochladen und das funktioniert nicht. Das ist eben der Knackpunkt. Deswegen Sachen mit Schnee, dafür bräuchten wir im Idealfall schon im November Schnee oder Anfang Dezember, dass man dann Anfang Dezember das für Ende Dezember noch drehen könnte. Und das schränkt die Situation halt ein bisschen ein. Und viele Folgen, die ihr sehen werdet, sind dann eben auch im November gedreht und auch die am 24. ist natürlich nicht am 24. gedreht, weil wir am 24. es nicht schaffen, eine kleine Weihnachtsfeier abzuziehen. Soll ich verraten, was in Türchen 24 ist. Das gibt es ja schon seit Jahren. Also wer längere Zeit schon zuguckt, also spätestens seit ich Evelyn habe, gibt es am 24. ja irgendeine kleine blödsinnige Weihnachtsfeier. Also das gibt es schon länger. Von daher darf ich das, glaube ich, verraten. Ja, und die kann man, wie gesagt, eben natürlich nicht am 24. drehen, weil dann schafft man es nicht mehr mit dem Hochladen, beziehungsweise dann wird sie gegen 16, 17 Uhr frühestens hochgeladen und dann hat man normalerweise, wenn man ein halbwegs vernünftiges Sozialleben hat und kein hundertprozentiger Weihnachtsmuffel ist, was Besseres zu tun, als noch ein Ben-Video zu gucken. Vielleicht dann später am Abend, okay, möglicherweise, also ich bin auch auf Weihnachtsmuffel genug, dass ich dann später am Abend schon die Möglichkeit hätte, auch nochmal ein bisschen YouTube zu gucken oder sowas, aber ja, das setze ich jetzt mal nicht als gegeben bei jedem voraus. Ja. Also das ist so der Hintergrund einfach. Also wenn ihr Ideen habt, die Schnee erfordern, dann ist die Umsetzung schwierig. Ja. Da müsste ich im Grunde, wenn es dann mal Schnee gibt im Winter, falls es Schnee gibt im Winter, gut, ich hocke hier im Schwarzwald, da haben wir immer irgendwann ein bisschen Schnee, haben wir eigentlich wirklich jedes Jahr. Gab es noch kein Jahr, wo es nicht auf der Hornisgrinde zumindest noch ein bisschen Schnee gehabt hätte. Aber ja, man muss ihn schon suchen und bis 24. Dezember wage ich zu bezweifeln, dass man da, also mit viel Glück vielleicht. Ja, Ideen, wie gesagt, Ideen. Die Videos sollen so alle ungefähr eine halbe Stunde lang sein. Wenn es eine fette Idee ist, dann kann man einen Zweiteiler draus machen. Das heißt, dann gibt es halt an irgendeinem Tag den Teil 1, an irgendeinem Tag den Teil 2, plus minus wild durcheinander gewürfelt. Und ja, so ist dann halt das Prozedere für den Adventskalender. Wer da also noch Lust hat und so weiter und so weiter. Ja, und im Winter denke ich, dass ich jetzt dann auch eben, weil ich dann weniger Führungen habe, auch wieder ein paar mehr Videos machen werde. Die sind ja inzwischen auch ein gewisser Quell des Geldeinnehmens, dankenswerterweise. Herzlichen Dank an dieser Stelle übrigens fürs Werbung ertragen. Also die normale YouTube-Werbung, ne? Generell einfach da, dann gucke ich, dass ich dann, was das angeht, ein bisschen beschäftigt bin. Habe auch noch so ein anderes Projektchen, möglicherweise, eventuell, wenn es klappt, hängt davon ab, wie viel ich sonst so im Winter zu tun habe, aber das werden wir dann sehen und da erzähle ich dann vielleicht nächstes Mal noch ein bisschen was drüber. Ja, und solche Nähkästchen-Plauder-Videos, die mache ich jetzt so alle 2-3 Monate irgendwie sowas um den Dreh, wenn ein bisschen was ansteht, insbesondere wenn es halt eben tourentechnisch irgendwelche Neuigkeiten gibt und jetzt fällt mir tatsächlich nicht mehr viel ein, was jetzt noch großartig relevant gewesen wäre. Dann bedanke ich mich und fürs Reinschauen beim Nähkästchen-Geplauder und hoffe, das war trotzdem ein bisschen was Interessantes dabei. Bis zum nächsten Mal und dann wieder mit irgendeinem Sachthema, vermutlich. Tschüss!